Ja, Assalamu alaikum und dann hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Ihr habt sicherlich auch schon im Internet die Schmutzkampagne von PI News mitbekommen, die zudem meinem Rechtsempfinden nach äußerst juristisch problematisch für PI News ist. Und das will ich eben kurz erläutern und erklären. Pia Vogel hat bei Menschen zu Gast bei Maischberger eine Erzählung formuliert, dass er einen der späteren Attentäter, bekannt als diese Sauerland-Attentäter, dass er einen von denen in Mekka begegnet ist und im Rahmen einer normalen Unterhaltung in irgendeiner Form eine merkwürdige Haltung oder einen merkwürdigen Kommentar seines Gegenüber vernommen hat. Und um den leisesten Verdacht auszuräumen, man befindet sich in Mekka, dem heiligsten Ort des Islam, hat er sein Gegenüber dazu verpflichtet, ein Bittgebet zu sprechen, dass in Deutschland nichts passieren möge in aller Zukunft, um auch deutlich zu verstehen zu geben, dass er selbst bei den leisesten Tönen in die eine Richtung sofort reagiert hat und die Menschen darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie sich ja nicht einmal im leisesten oder geringsten zu derartigen Tendenzen hinreißen lassen dürfen. Es ist bekannt, dass es Rattenfänger überall gibt. Und er hat damit ganz deutlich gezeigt seine Haltung, denn diese Rede erfolgte als Antwort von Maischberger, die ziemlich ungestüm sagen wollte, sie kannten doch diese Menschen, die späteren Attentäter. Wer so argumentiert, der darf eigentlich gar keinen Menschen mehr kennen, weil man ja nicht weiß, was die dann später machen. Später ist man immer klüger. Also es könnte sein, dass man heute einen netten, sympathischen Freund hat, der in ein paar Monaten Bankräuber ist, kann man ja auch nicht sagen, sie kannten diesen Bankräuber, also mussten sie ja von seinen Vorhaben gewusst haben. Das ist derart dumm und utopisch und zudem eigentlich auch schon wieder mit einem bezichtigenden Charakter. Darauf will ich jetzt aber nicht weiter eingehen, weil Frau Maischberger ja nur im Gegensatz zu PI News eine Frage gestellt hat. PI News aber geht einen gewaltigen Schritt weiter, denn sie kommentieren diese klare Erzählung von Pierre Vogel, indem er also sagt, dass er ein Bittgebet gemacht hat. Wir wissen, dass er ein Prediger ist und dass man Bittgebete in Mekka macht für alles das, was inshallah Gutes passieren und geschehen soll. Und es wurde ein Bittgebet gemacht in Mekka, auch mit den späteren Attentätern, die ja damit dann auch ganz klar Verrat begangen haben, weil was man in Mekka als Bittgebet formuliert, und dann später selbst so etwas, wofür man bittet, dass es nicht geschieht, und dann selber involviert zu sein, so etwas geschehen zu machen, ist ein Hochverrat. Und Pierre Vogel hat damit deutlich gemacht, dass er durch dieses Bittgebet einmal den leisesten Verdacht ausräumen wollte wegen einer merkwürdigen Kommentar. Wobei, was das angeht, juristisch überhaupt niemand davor gefeit ist. Es kann also sein, dass man einen Freund hat, der sagt, Mann, ich habe Geldprobleme, am liebsten würde ich eine Bank ausrauben. Dann geht man ja auch nicht gleich zu den Behörden und sagt, hier, das ist ein potenzieller Bankräuber. Sondern es liegt im Ermessen eines Menschen, inwiefern ein Verdachtsmoment berechtigt ist oder nicht. Zumal die Rechtsprechung in Deutschland hier auch sehr eindeutig ist. Man darf keine Strafanzeige oder auch Meldung machen, wenn man nicht einen berechtigten Verdacht hat. Berechtigt bedeutet nicht einfach nur aufgrund irgendeiner Mutmaßung, denn dann könnte der Übergang fließend sein von einem gezielten Rufmord oder Verleumdung oder um jemanden in Misskredit zu bringen. Der andere könnte dann nämlich eine Klage stellen, dass hier ohne Hand und Fuß einfach eine derartige Bezichtigung oder Information erfolgt. Das ist üble Nachrede. Also das heißt, das muss schon ein ganz massiver Verdachtsmoment sein, bevor man irgendetwas derartiges dann den Behörden mitteilt, und das ist hier nicht gegeben. Aus der Erzählung von Pierre Vogel, das ist bei Maischberger, kommt das ganz klar rüber, dass er einfach durch das Bittgebet für sich die Sicherheit hatte, denn wer in Mekka sich verpflichtend in einem Bittgebet, ja, vor Allah subhanahu wa ta'ala, am heiligsten Ort des Islam, ein Bittgebet formuliert, dass ja nichts in Deutschland derartiges passieren möge,
was 2001 in den USA passiert ist und auch die Problematik erörtert wurde von Inside-Jobs. Natürlich waren die Muslime und sind die Muslime auch heute verärgert darüber, dass die Anschläge vom 11.09. bis heute, ja, nicht hinreichend aufgeklärt werden. Sie werden einfach nicht hinreichend aufgeklärt. Es gibt Wissenschaftler, es gibt Experten, die sagen, Beweismaterial ist verschwunden. Es gibt keine klaren Antworten. Und George Bush, direkt befragt von einem Popanz-Journalisten, ja, in einer Pressekonferenz, also keine Verhörsituation, sondern einfach nur in einer Pressekonferenz, verhaspelt sich plötzlich so, als hätte man ihn beim Ladendiebstahl erwischt. Und all dieses muss man natürlich hinterfragen dürfen, ja, damit man auch ausräumt, was Nicht-Muslime sagen, dass es sich durchaus um einen Inside-Job handelte, der die Muslime weltweit in Misskredit gebracht hat. Und insofern die Muslime ein eminentes Interesse haben. Und dies wird auch aus diesem Gespräch mit dem späteren Sauerland-Attentäter oder Gott sei Alhamdulillah, ist gar nicht zu diesem Attentat gekommen. Aber das wird eben deutlich, dass der dann offensichtlich dann gesagt hat, was machen wir, wenn es dann wieder zu einem Inside-Job, das bedeutet Inside-Job kommt. Das heißt, es ist eine Unmutsäußerung, aber natürlich berechtigt das nicht zu einem Verdachtsmoment. Das heißt, die Erzählung selbst gibt überhaupt keine Anlass, Indiz oder irgendetwas, um dann, wie PI News es getan hat, an die Weltöffentlichkeit sozusagen zu gehen und mit der Schlagzeile Sensationscharakter sogar noch dabei, wusste Pierre Vogel über Anschlagspläne Bescheid. Das geht einen ganz entschiedenen Schritt zu weit. Erstens ist es Rufmord. Zweitens ergibt sich das nicht aus dieser Erzählung bei Maischberger. Drittens gibt es gar keinen juristischen Ansatz, hier überhaupt derartiges zu formulieren. Das heißt, er hätte aufgrund der Erzählung von Pierre Vogel viel mehr erzählt werden müssen, was in diese Richtung gedeutet werden könnte, damit PI News sich rechtlich absichert. Aber das ist hier nicht gegeben. Also sind sie rechtlich auf einem sehr, 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 sehr schlechten Fuß, weil sie einfach Pierre Vogel dieser Tat bezichtigen. Es ist zwar eine rhetorisch formulierte Frage, aber im Text selber, der dieses Video dann erläutert, steht dann drin, naja, aber hat man nicht gesehen, die befürworten Steinigung, also liegt das doch nahe. Das heißt, da ist ein Bezichtigungscharakter von enormer Tragweite mit drin. Zumal PI News sich in dem Bericht, den ich auch abgescannt habe, sich also darauf bezieht, dass eine Berichterstattung von Dritten sogar herangeführt wird, um eben deren rhetorische Frage und den damit verbundenen Verdachtsmoment verstärkt. Und damit haben wir ganz klar den Bezichtigungscharakter. Wir haben hier einen massiven Rufmord. Wir haben hier eine Bezichtigung und in Kombination sogar noch mit Herabwürdigung religiöser Symbole, ich habe das hier gerade im Schrifttext erläutert, zu sagen, sie haben sich an ihrem Allerheiligsten getroffen. Jeder Richter wird wissen, dass es geflügelte Worte gibt, wie zum Beispiel, du kannst mich mal am Allerwertesten und du am Allerheiligsten getroffen. Das ist an ihrem Allerheiligsten unterstützt das Ganze dann auch noch. Hier geht es also um eine Verunglimpfung von Mekka. Hier geht es darum, dass rhetorisch Mekka so dargestellt wird wie das berühmte Hinterteil, mein Allerwertestes, wie man so schön sagt, oder hier an ihrem Allerheiligsten. Es ist ganz klar, dass hier mit diesen sprachlichen geflügelten Worten gespielt wird, um religiöse Symbole herabzuwürdigen. Also ich würde von der Seite her Pierre Vogel dringend anraten, Strafantrag zu stellen gegen die verantwortlichen Redakteure wegen Bezichtigung im Internet, wegen Rufmord, wegen einem Heraufbeschwören eines Verdachts, eines unbegründeten Verdachts bis hin zu einer Verurteilung, denn der Text verurteilt zudem. Es bleibt also nicht nur bei einer Äußerung, einer rhetorischen Frage und Meinungsbekundung, sondern das hat schon einen sehr bezichtigenden Charakter. Der Text geht sogar noch analytisch darauf ein, so frei nach dem Motto, schaut euch doch mal die Kerle an, das passt, ja, das ist also noch mehr. Das heißt, es zieht schon seine Schlusskonsequenz, verurteilt also schon. All dieses sind Bezichtigungselemente von sehr grober Art. Und ich denke, dass hier der Rufmordstraftatbestand eindeutig und zwar in erheblichem Maße gegeben ist, zumal das Internet, World Wide Web, hier geht es also schon um eine Weltöffentlichkeit. Es geht um eine breit gefächerte Öffentlichkeit. Angesichts der Klickraten von PI News ist es ein hochgearteter Rufmord. Es geht also nicht um irgendwelche Bezichtigungen in einer kleinen lokalen Presseblatt, sondern wir wissen, PI News ist der größte Blog
in Deutschland mit von denen selbst als Statistik ausgegebenen Millionen-Klickraten pro Tag, zigtausende von Klickraten. Und dementsprechend, der Beitrag ist gestern erfolgt, das kann man auch dem Scan ersehen. Habe ich natürlich auch Datum und so weiter alles festgehalten. Empfehle dann aber auch die Beteiligten, das Gleiche zu tun. Der Bericht ist ja noch online. Er wurde dann auch noch distribuiert, er wurde noch weiter verteilt. Wenn man googelt, auch das habe ich abgescannt, ist das noch in weitere Kanäle gegangen. Dementsprechend würde PI News hier auch regresspflichtig zu machen sein. Es ist dabei unerheblich, dass sie nicht verantworten können, wer von ihnen welche Texte übernimmt. Fakt ist, dass es deutlich macht, dass diese Bezichtigung einem großen Kanal eben im World Wide Web zugänglich gemacht wurde und dass es sich hier um eine gewaltige Verunglimpfung, Rufmord und Rufschädigung handelt und dass das auch sehr gezielt ist, dass Verdachtsmomente gestreut werden, dass in dem Bericht sogar analytisch Zusammenhänge konstruiert werden, aus einer Konstruktion nicht nur noch ein Verdacht, sondern auch noch eine ganz klare, gezielte in dem Text gemachte Verurteilung erfolgt. All dieses bitte ich ganz einfach, Pierre Vogel zu überprüfen und da also wirklich einen Strafantrag zu stellen und gegen die Akteure hier sofort aktiv zu werden. Ich würde auch mittels einer einstweiligen Verfügung oder strafbewehrten Unterlassungserklärung sofort aktiv werden. Das heißt, man müsste ja auch eine einstweilige Verfügung erlassen. Und gleichzeitig natürlich auch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung, die also auch kostenpflichtig sein sollte, um eben hier massiv auch zu unterbinden, derart weiter aufzutreten. Also hier sehe ich eindeutig einen gewaltigen Verstoß und ich hoffe, inshallah, dass mein Aufruf Echo finden wird und dass Pierre Vogel diese Nachricht erreichen wird, wenn er nicht schon selbst aktiv ist gegen diese gewaltige Schmutzkampagne seitens PI News im Netz. Wassalamu alaikum wa rahmatullah an meine lieben Brüder und Schwestern im Islam und allen anderen. Man sollte PI News meiden, weil die Lügenkampagne, die dort gegen den Islam gezetert wird, hilft nicht Menschen, die die Wahrheit suchen. Ich habe das auch schon an anderen Beispielen deutlich gemacht. Es ist noch weiteres Material gesammelt, wo ganz deutlich wird, dass PI News ganz klar Fakten verdreht. Auch betrifft dies das Zitieren von Koranversen und das in Kontext bringen von Koranversen einen ganz anderen Zusammenhang. Auch dieses kann man schon juristisch als Herabwürdigung religiöser Symbole werten, denn hier wird Korantext in einen Zusammenhang gebracht, was einfach falsch ist, eine Falschdarstellung. Und das ist, hat auch ganz klar verunglimpfenden Charakter. Also das ist schon eine ganz schöne große Litanei, die PI News sich da erlaubt. Und ich hoffe, inshallah, dass das Echo finden wird und dass dieser Seite auch juristisch da mal entsprechender Gegenwind entgegenbläst. Das von mir.